Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese super leckeren Brötchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. So, als erstes nehme ich die Hefe, die Trockenhefe und den Zucker. Und das lauwarme Wasser. Achtet darauf, dass das Wasser wirklich lauwarm ist. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Das rühre ich ein bisschen um. Und lasse es 5 Minuten stehen, bis die Hefe aktiv ist. So, die Hefe ist jetzt schön aufgegangen. Ich tue da jetzt mein Mehl dazu. Das Salz. Und die Butter. Und das knete ich jetzt, bis es ein geschmeidiger Teig ist. So, der Teig ist jetzt fertig. Ich habe den insgesamt ca. 7 Minuten kneten lassen. Und wie ihr sehen könnt, ist ein super weicher, geschmeidiger Teig geworden. Und die Schüssel ist auch schon sauber geworden, das ist ja immer ein gutes Zeichen. Ich forme jetzt einen Ball so ein bisschen und tue den wieder zurück in die Schüssel. Den Teig bedecke ich jetzt und lasse ihn ca. 30 Minuten lang gehen. So, den Teig habe ich jetzt genau 30 Minuten ruhen lassen. Der ist auch sichtlich schön aufgegangen. Man merkt auch, hier hat sich was getan. Gucken wir mal. Ja doch, der ist sehr schön aufgegangen. Ich werde den jetzt hier auch noch mal ein bisschen kneten auf der Arbeitsfläche. So, das reicht auch. Ich wollte ihn nur ein bisschen kneten, damit die Luft raus kann. Jetzt kann ich ihn in Brötchen teilen. Und zwar gucke ich mal, wie viel der Teig wiegt. Und dann kann ich ausrechnen, wie viel jedes einzelne Brötchenteil wiegen soll, damit die alle gleich groß sind. 800 Gramm, haargenau, perfekt, also mache ich 8 Teile. Um die Bällchen zu formen, nehme ich mir immer so, ich mache das am liebsten in der Hand. Ich nehme mir dann immer so ein Stück in die Hand und ziehe von unten nach oben und drücke es dann in die Mitte. Dann drücke ich das hier noch ein bisschen zusammen und drehe es um und kann es dann in der Hand rollen. So, die Bällchen könnt ihr jetzt theoretisch formen, wie ihr sie wollt. Ich möchte das Brötchen ein bisschen länglich machen, deswegen rolle ich es ein bisschen auf und dann drücke ich mit einer Teigkarte gut hinein, aber vorsichtig, dass ihr nicht bis zum Boden drückt. So, und dann bepinsel ich das Brötchen mit Wasser. Und tunke es einmal in den Mohn hinein. So, und dann kommt es auf ein Backblech. Das Backblech habe ich mit Backpapier belegt. So, ich habe jetzt alle 8 Brötchen geformt. Das werden ziemlich große Brötchen, etwas länglicher. Ich werde sie jetzt nochmal abdecken und nochmal gehen lassen, so bis sie sichtlich größer geworden sind. So, die Brötchen habe ich jetzt genau 35 Minuten gehen lassen. Währenddessen habe ich meinen Backofen angeschaltet und zwar habe ich ihn vorgeheizt auf 210 Grad Umluft
Und ich habe ein feuerfestes Gefäß unten in den Backofen gestellt. Das ist auch schon warm geworden. Wenn ich die Brötchen gleich reintue, werde ich da noch heißes Wasser hinzugießen, damit schön Dampf erzeugt wird. Jetzt gucken wir mal, wie die Brötchen aussehen. Ja, die Brötchen sind sehr schön aufgegangen. Ich liebe diese längliche Form. Die ist auch perfekt, um Sandwiches zu machen. So, die kommen jetzt in den Backofen. So, meine leckeren Mohn- und Sesambrötchen sind jetzt fertig. Sie waren genau 12 Minuten im Backofen. Das ist aber wie immer backofenabhängig. Jeder Backofen ist ein bisschen anders. Da müsst ihr halt mal gucken. Also im Auge behalten. Ich lasse die jetzt ein bisschen abkühlen und dann kann man auch schon frühstücken. Die leckeren Sesam- und Mohnbrötchen sind jetzt fertig. Es duftet unglaublich nach frischem Brot hier. Probiert diese Brötchen unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.